Zum einen ist die Herausforderung, den Mitarbeitern die Digitalisierung näher zu bringen. Und das machen wir mit Reverse Mentoring. Und zwar fragen wir die jungen Wilden in der Company, die alle super sich auskennen, ob sie nicht den Älteren beim Lunch-Meeting oder bei einem schönen Frühstück erzählen und mal beibringen, was man eigentlich macht. Was ist Instagram, wie geht man bei Facebook um, wie kann man twittern und so weiter. Das kommt sehr gut an und hilft dabei, zum einen die Generation zu verbinden und zum anderen auch gemeinsam in der digitalen Welt zurechtzufinden. Dann haben wir Seminare, die wir machen, Do You Speak Digital, auch mit unserer Gruppe in Paris zusammen konzipiert, wo die wichtigsten digitalen Themen geschult werden. Aber natürlich auch sowas wie Design Thinking, um wirklich Innovationen auch in Workshops zu generieren und weiter auszuarbeiten, damit wir an dieses innovative Potenzial rankommen, was in den Mitarbeitern schlummert. Freiraum at AXA haben wir von Google ein bisschen abgeguckt, sage ich ehrlich, als wir mal dort zu Besuch waren. Ein Tag die Woche bekommt ein Mitarbeiter frei und einen kleinen Geldbetrag, wenn er beim Ideenwettbewerb in der digitalen Welt gewinnt. Den machen wir zweimal im Jahr. Da kommen ganz tolle Ideen von den Mitarbeitern, die eingereicht werden. Und der Sieger hat dann ein halbes Jahr, wirklich einen Tag freitags meistens, frei von seiner normalen Arbeit und kümmert sich darum, dass seine Idee wirklich umgesetzt wird. Und auch da sind eine Menge Themen rausgekommen. Sie hatten vorhin auf der Folie AXA Bubbles gesehen. Das ist eine App, die genau aus einem solchen Vorschlag gekommen ist, nämlich ein Vater und eine Mutter aus der Firma, die gerade Nachwuchs bekommen hatten und vor dem Hintergrund ihrer Schwangerschaft, die noch nicht lange her war, überlegt haben, wie kann ich das eigentlich einfacher machen? Wie kann ich die schwangeren Frauen und Männer begleiten? Woran muss ich denken? Welche Termine sind wichtig? Was muss ich wann kaufen? Da gibt es auch ein Spiel darin, wo man mit seinen Freunden, auch vielleicht mit seinen Eltern und Geschwistern sagen kann, okay, jetzt bin ich ja so und so viel in die Woche, wie groß ist das Kind? Einfach um sich auch spielerisch damit auseinanderzusetzen, dass jetzt der Nachwuchs kommt. Auch das ein schönes Thema. Ja, und das letzte, New Way of Working. Da schauen wir gerade, wie wir die Arbeitswelt anders gestalten. Bei uns in der Firma ist es so, wir haben Großraumbüros in gewissen Bereichen, aber auch noch Einzel- oder Zweierbüros in anderen Bereichen. Und die Frage ist, wie wird die agile Arbeitsweise, die innovative Arbeitsweise am besten unterstützt? Sehr viel wird in Projekten oder in Teams gearbeitet, also haben wir überlegt, muss es nicht Flächen geben bei uns auf dem Campus, wo Teamarbeit besser möglich ist. Nicht nur wenige Schulungsräume, die wir heute haben, in denen man das machen kann, sondern wirklich in der Gesamtgestaltung unserer Arbeitswelt Flächen, wo man sagt, hier können wir prima kreativ miteinander arbeiten, auch vom Raumkonzept her, von dem Büro, von den Möbeln her. Dann gibt es Plätze, da ist Stillarbeit, da ist es ganz ruhig. Es gibt andere Plätze, so wie heute. Also ein gemischtes Konzept zu machen, um wirklich Innovation und agiles Arbeiten in der Versicherung, auch in der Versicherung zu unterstützen. Da sind wir gerade dabei. Ist auch die Frage, kann man auch von zu Hause aus weiterarbeiten? Wir machen schon Telearbeit, aber das wollen wir auch weiter ausbauen, weil aus unserer Sicht ist es in gewissen Arbeitsformen nicht wichtig, wo jemand sitzt. Wir arbeiten heute schon sehr viel mit Skype. Bei uns in der IT beispielsweise haben wir jeden Morgen in jedem Team so etwas wie ein kleines Morning-Meeting, 10 Minuten. Und wir sind über verschiedene Standorte verteilt. Das machen wir alles schon mit digitalen Medien, wo man quasi als ein Team arbeiten kann, wenn man nicht im Büro sitzt. Also auch da, glaube ich, wird Digitalisierung sich niederschlagen. Neue Konzepte, neue Methoden.